Mache ich denn die Aufgabe jetzt gleich von denen? Warte mal, was sollen wir nochmal machen? Erstmal einfach nur bei der Autobahn treffen. Wo ist denn die Autobahn? Autobahn? Da oben war die, genau. Naja, warum eigentlich nicht, ne? Warum denn nicht? Das weiß keiner, wa? Mal schauen, was die jetzt von mir verlangen. Mensch, das ging ja mal relativ zügig hier. So, wo müssen wir hin? In die Richtung. Hallo! Einmal Licht an. Ganz schön dunkel schon wieder hier. Was das immer soll. Das sieht doch nach einer Autobahn aus hier. Ich wusste, dass ich irgendwas höre. Haut ja ab, ihr blöden Viecher. Hallo? Ey. Ach, der will jetzt unbedingt die Dinger töten, oder was? Was denn jetzt hier? Sind die mal tot, oder was? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Dann mal los. Aber zuerst müssen wir eine Sache erledigen. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also ich suche nach Bahnsignalen. Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Ist ja raffiniert, ey. Ich bin begeistert. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen oder was? Schlaf ja gleich ein hier. Ach komm, ey. Läufst als jetzt eingeschissen. Und jetzt einfach so ein Headshot, ha? Das wär's. Und das nächste Bahnsignal. Genau hier. Tatsache. Ich werd verrückt und weiter da lang. Wer hätte das gedacht auf einer Geraden? Ist das der Hammer. Und bei euch so? Seht ein bisschen mitgenommen aus. Ich höre noch jemanden. Was hast du? Nämlich. Und noch ein Signal. Wir sind sicher gleich da. Wer hätte es gedacht? Geradeaus. Wer hätte das gedacht? Wer? Ganz ehrlich, keiner. Keiner hätte das gedacht. Wo kommt das her? Da. Wow. So aber nicht.
Was ist hier drinne? Haklammer, nehmen wir. Was leuchtet denn hier so? Ach so. Nehmen wir. Naja. Hab mehr erwartet. Na komm. Er hat echt die Arschruhe weg hier. Wir haben doch keine Zeit. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Hey. Okay. Okay, meiner ist in der Werkstatt. Verstehst du? Hey. Hey. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Meiner ist in der Werkstatt. Nein, okay. Alles gut, jetzt sind wir ja da. Du bist in Sicherheit. Du willst mir erzählen, dass ich in Sicherheit bin? In eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so von gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Ja und? Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Ja, ja, komm, chill mal. So, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Glaube schon. Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Machen wir uns auf den Weg. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Ja, ja, war ja klar. Das hätte ich jetzt auch schnell gesagt. Wo ist denn der Fluchttunnel? Irgendwo hier unten oder was? Ist hier was Schönes drin? Heimat. Nein. Okay, hier kommt man nicht runter, ja? Ist ja geil. Ist ja sehr geil. Heißt das, ich muss jetzt wieder zurücklaufen oder wie? Ohne Kochstation. Ach, egal. Wir müssen jetzt wieder hier runterlaufen, ja? Das ist doch scheiße. Naja, aber diesmal können wir ja wenigstens rennen. Dam, da, dam, dam, dam. Jui! So. Schauen wir mal, wo der Fluchttunnel ist. Oh, eine Powerausrüstung. Ist hier irgendwas Spannendes für uns? Nö. Ah, hier ist der Tunnel. Ab durch die Abwasserkanäle.
Ja, stinkt's bestimmt sehr lecker. Aber egal. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Okay. Das Ding kann ich nicht hacken. Ja, toll. Und jetzt? Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir? Könnte das klappen? Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Ja, dann mach mal. Komm, mach einen Schacht und auf. Zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Ah, hab eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Mhm. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Wissen wir. Was ist das denn hier? Da unten läuft doch so ein blöder Typ. So ein Synth. Synth? Synth? Nicht Synth. Symphonie. Hallo. Hallo. Was willst du denn von mir? Geh sterben. Alle tot hier, alle tot. Warte mal, das nehmen wir mal mit. Wie sieht's denn inventarmäßig aus? Oh, richtig scheiße sieht's aus. Ja. Okay. Ja, okay. Okay, ich schau mich um. Ja, ich bin da. Wo ist er denn? Scheinwerfer, Turmsteuerung? Ach, das brauchen wir jetzt nicht. Eindeutig neu eingestellt werden. Sensor feindliche Präsenz. Du musst sterben, ja. Oh. Komm, verbrenn. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Vor allem Molotow-Cocktail ins Wasser geworfen und trotzdem geht's. Haha. Eigentlich total bescheuert. Aber es soll mir auch egal sein. Ja, mit den Patronen. Solche Befestigungen muss es hier etwas Wichtiges geben. Überliegen welche von denen, ey. Sehr fürchterlich. So. Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren.
Schalte sie ein. Als kleine Überraschung für unsere Freunde. Ja, okay. Aktivieren. Sie müssen terminiert werden. Wow. Wo denn? Ach so, da unten. Sie müssen terminiert werden. Nein. Nicht auf mich schießen. Sehr schön. Leute, sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Reingehen, aufräumen, fertig. Ganz einfach, ne? So läuft nämlich der Hase. Ach nö. Jetzt dauert es wieder ewig, bis ich wahrscheinlich ein Passwort habe. Taint, wie auch immer. Spence hat 2 Treffer. Warte mal. Keine Ahnung. Das war scheiße. Types? Natürlich auch nicht. Hallo. Du guckst wieder zu, gell? Hallo? Ey. Ach, ihr macht das schon. Macht ihr und ich versuche in der Zeit zu entsperren. Das kann nicht dauern. Alarm. Nein. Mint. Ein Treffer. Wenn ich immer nur wüsste, was damit gemeint ist. Chaos. Ist auch wieder ein Treffer. Dann würde wahrscheinlich das dritte ein A sein, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Needs vielleicht noch? Cool. Ja. Sehr schön. Und hereinspaziert. Hey. Ganz ruhig, Bronner. Da oben schießt noch einer. Sehr gut. Easy Game. Keine Chance, die Pisser. Hier sind noch welche. Ganz viele, merke ich gerade. Wo sind sie denn hin? Fusionskern? Yes, baby. Damit. Noch einen? Nee, schade. Bye, ihr Lieben. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slocum Joes eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein... Welchen dieser... Ach, das ist doch langweilig. ...über diese Agentur hat. Das sollten wir versuchen. Man nennt ihn der Switchboard. Der Prototyp ist das Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Na gut, komm, geh mal einfach mal weiter hier. Wow, was war denn das jetzt? Keine feindliche Präsenz mehr fest. Jetzt haben wir natürlich wieder schön Fusionszellen, gell? Habe ich nicht auch eine Waffe? Warte mal, wir verstecken uns mal hier um die Ecke. Das ist alles nein. Wir haben doch eigentlich schon mal. Habe ich jetzt gar keine Waffe mehr, die mit Dings läuft? Plasma-Pistole. Was braucht die eigentlich? Plasma natürlich, ne? Das ist Lasergewehr. Da haben wir. Oh, Zellen haben wir ja richtig viele. Aber das ist so eine, die so lang weit zielt, oder? Gewehr ist eigentlich. Zeig mal her hier. Ach nee. Na dann ist doch okay. Dann nehmen wir die doch jetzt. Experte sind wir eh nicht, das schaffen wir wieder nicht. Was ist hier? Auch Experte, leckt mich doch am Sack. Uiuiuiuiui. Huch,
Na komm. Entschärfen. Wow, das war knapp. Entschärfen. Oh. Entschärfen. Sehr schön. Hallo. Keine Chance. Keine Chance, die Pisse. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Alter Maul. Wir machen euch jetzt alle fertig, verstehst du? Mahlzeit. Fachfähigkeit, faszinierend. Hier sind sie. Hey, hallo. Ab ins Getümmel. Wir müssen jetzt sterben. Oh, ich bin leider aufgestiegen. Stirb halt. Wunderbar. Was für ein Ding? Ja, das müssen wir doch. Das hier ist doch. Das brauchen wir doch, oder? Ja, genau. Kann ich das überhaupt nehmen? Ah, viel zu schwer, natürlich. Ja, warte mal. Erstmal schnell hier das Zeug nehmen, bevor wir es vergessen. Nein, nicht, hey, nicht schließen. Warte da. Verstanden. Hier drüben. Alte Position. Da! Bleib stehen! Sehen wir uns mal an, was du so hast. Ah, da hat ja wieder Platz für uns. Sehr schön. Da tun wir erstmal hier die Minigun weg. Na, siehst du, das reicht eigentlich. Meine Stimme, meine Fresse. Reicht ja eigentlich schon. Irgendwas, was wir noch nicht brauchen? Den einen Azure Tumau erstmal weg. So. Passt doch. So, wir müssen aber noch weiter. Was haben wir hier? Chemikalien-Schutzanzug. Ja, holla die Waldfee, du. Oh, hier also ist die Tür auf. Tommy Whispers ist nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da. Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Wo denn? Wo denn? Hier oder was? Na also. Danke. Wo ist jetzt die Pistole, die ich kriegen soll? Ich hab den ganzen Tag Zeit. Hm. Hast du den ganzen Tag Zeit, ne? Ist doch gut. Was ist denn das hier? Kann ich das drücken? Nö. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Achso, Pistole? Das weiß ich zu schätzen. Vielleicht leistet sie dir so gute Dienste wie Tommy. Hoffentlich bessere. Aha, aha. Feuerrate, Reichweite, Präzision. Naja, komm. Schnapp dir Karens Prototyp. Wenn du ihm Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen.